Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Wir befinden uns heute auf einer neuen Karte, so wie ich es ja in der letzten Folge erzählt hatte. Und zwar befinden wir uns heute auf der Karte Leutersbach, welche auch jetzt vor einiger Zeit jetzt erschienen ist, so zwischen Weihnachten und jetzt ja zum heutigen Zeitpunkt. Und die Karte wird von zwei Jungs gebastelt, die wir schon bereits kennen. Einmal von Cedric und einmal von unseren Mr. Lebendig. Die haben das Ganze jetzt hier für OMSI mal erstellt. Eine Linie können wir hier aktuell fahren, die 648, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Wir fahren das Ganze mit dem MAN A21 aus der MAN LC-Familie. Und dementsprechend, ja, wenn ihr das Ganze denn haben möchtet, schaut es mal bei Google vorbei. Da, die haben sogar eine eigene Website, wo du das ganze Ding runterladen kannst. Der ist großartig, der Bus. Der A23 war ja ein bisschen verbuggt gewesen, habt ihr gesehen. Und was ich jetzt zumindest sagen kann, ist, versucht nicht beide gleichzeitig zu installieren, das bringt Fehler, denn wenn ihr den A23 nämlich drüber installiert über den A2021, dann haut's euch weg, ja, also dann könnt ihr das Ganze nochmal neu installieren, großartig. Könnt ihr den A23 benutzen, aber nicht mehr den A2021. Ist egal, soll uns jetzt nicht stören, bei uns funktioniert jetzt hier alles, dementsprechend werden wir mal jetzt hier mal unsere Karre starten und ja, werden wir hier soweit alles einstellen. Schön, das funktioniert. Großartig. So, Route. Nein, das ist falsch. Route 2, das ist auch falsch. Haben wir denn hier. Nee, warte mal. Nein, 6.48.00. So. Route 3. Route 4. Jetzt muss ich die ganzen Routen jetzt mal durchgehen. Drössling, genau, da wollen wir nämlich hin. Wir fahren nämlich nach, Drassling, der kann das Öl hier nicht wahrscheinlich schildern. Ist ein bisschen blöd, naja, kann man jetzt, ja, das sind halt immer diese Ös und Äs und Is und was wird da gern. So, ja, wir stehen hier am Hauptbahnhof Leutersbach und fahren jetzt, wie gesagt, dahin. Es gibt insgesamt diese eine Linie, die 648, die wir hier fahren können, einmal als Kurzläufer, die fährt dann bis zum Industriegebiet. Dann sind so rund 15 Minuten, die ihr da unterwegs seid. Und dann einmal, wie gesagt, nach Drössling, das sind dann so rund 25 Minuten, die ihr dort unterwegs seid. Und die Karte an sich ist wirklich hübsch gebaut. Cedric ist, glaube ich jetzt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich jetzt hier niemanden verwechsel oder sowas, ist jetzt nicht seine erste OMSI-Karte, die er gebastelt. Aber tatsächlich von Mr. Lebendig, den wir natürlich schon kennen, vom Namen her, aus der Lotus-Szene, der damals schon mal eine Karte gebastelt hat. Wie hieß die Karte? Statt Nickern, meiner Meinung nach, hieß sie damals. Ja, ist jetzt wohl wieder zurückgegangen zu OMSI und baut jetzt hier wieder weiter. Finde ich persönlich ja nicht schlecht. Ja. OMSI ist eine großartige Simulation und die wird es wahrscheinlich auch noch in ein, zwei Jahren immer noch geben. Und ne, ihr wisst ja selber, wie ich zu OMSI stehe. Meine beste Simulation, die ich ever hier empfehlen kann. Und halt immer interessant, wie die Leute dann zu dem Alten wieder zurückkehren, weil das Alte einfach mal weiter ist als das Neue, was jetzt aktuell gebastelt wird. Und ja, auf jeden Fall mega interessant. Auch mal so Karten zu zeigen, die wir vom Namentechnischen her natürlich schon so ein bisschen kennen halt. Ja, das ist dann halt immer schön. So, dann hauen wir mal hier rein. Hier machen wir den Bus an. Ihr seht, wir haben heute mal einen VDV-Day-Sport hier drin. Und nicht das typische, ja, was wir jetzt den letzten Mal drin hatten, das typische MAN. Kann man sich natürlich dann aussuchen, den gibt es noch als CNG-Variante und alles was, ne? Also die ist schon ziemlich nice, ja, diese MAN-LC-Familie. Fahre ich, wie gesagt, sehr gerne. Mittlerweile summiert sich das Ganze dann auch dementsprechend. Wir fahren heute wieder mal ohne Kollision. Das Problem ist, gerade jetzt auf neuen Karten habe ich mir jetzt angewöhnt, Kollisionen auszuschalten, gerade wegen unsichtbarer Wände oder sowas. Ja, das hat. Sie zwar auch schon Probe gefahren. Königsplatz. Das ist auf jeden Fall nicht die Stimme von Lebendig. Also kann das nur Cedric Stimme sein. So, was ist denn jetzt hier unsere Haltestelle? Die ist eigentlich hier. Uff, das war ein bisschen zu dicht. Am Bordstein. So. Dann können wir mal ganz kurz mal hier runterschalten und die Uhrzeit ein bisschen hochschalten. Aber keine Fahrgäste hier.
Das ist jetzt mysteriös. Das ist mysteriös. Ja, aber ihr seht es halt, ne? Ist extrem schön gebaut hier. Wie gesagt, gerne mal eure Ideen, Meinung dazu, gerne in die Kommentare posten, was ihr dazu sagt. Ich meine, ich habe ja auch eine Karte gebastelt, aber ganz ehrlich, die Karte kommt bei weitem nicht. Also meine Karte kommt bei weitem nicht hier ran, wo die beiden Jungs hier gelandet sind. Die ist schon extrem hübsch gebaut hier. Mit dem ganzen Schiffchen hier und alles, was hier drin steht. Hier drüben haben wir auch noch eine alte, sieht aus wie ein alter Zug, alte U-Bahn hier, keine Ahnung. Schön hübsch gemacht hier, so auf so eine Art Vorplatz hier. Ja, das ist schon super, super nett. So, links rum einmal bitte. Oh, meine Blinker funktionieren endlich wieder. Ja, der Bus, der war ein bisschen sehr verbuggt gewesen, der, den wir da hatten, den A23. So, jetzt darfst du bitte weiter. Königsplatz. Ding. So, kommen Sie rein. Hallo. Hallo. Nö, wir müssen da links rum. Das ist jetzt gar nichts. Ja. Ich würde mal interessieren, ob man jetzt zum Beispiel auch so Objekte von lebendig findet oder sowas. Der ist doch jetzt mittlerweile auch ein großer Objektbauer geworden. Ob man da irgendwas in der Richtung findet? Augen offen halten, würde ich sagen. Augen offen halten. Oh, wird jetzt grün. Endlich. Da hupen wollte ich jetzt nicht, danke. Ah, ich meine, das Wetter immer umscheinend auf gefüllt. Die Sonne ist echt lästig. Mülheimring. VG wünscht Ihnen einen angenehmen Tag. Bitte beachten Sie die Umleitung. Nach der nächsten Haltestelle verlässt diese Linie den gewohnten Linienweg. Der Schienenersatzverkehr endet hier. Wir bitten Sie, zur Weiterfahrt in die Straßenbahn umzusteigen. Wir bitten Sie, von der zweiten Tür zurückzutreten und in den hinteren Teil des Fahrzeugs durchzugehen. Vielen Dank. Das sagt jetzt die Ansage nicht mehr an. Warum nicht? Das finde ich ein bisschen blöd jetzt. Schade. Jüdisches Museum. Hallo. Guten Tag. Guten Tag.
runter. Ah ja, warum steigt, müssen wir damit hier nicht aus? Gibt leider nichts, wo du hier. Ja, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. St. Corbinian. Hallo, guten Tag. Ja, irgendwie geht's der Wunsch da jetzt hier nicht verkehrt. Der Kraftstoff, Druck. Gibt's hier da irgendeine Taste? Nö. Nö. Normalerweise müsste die ja automatisch weggehen, ne? Das ist ja eigentlich bloß ein Zeichen, dass die Tür länger offen bleiben soll, aber wie lange soll ich denn die Tür jetzt offen lassen? Jetzt 2 Minuten oder was? Ich muss mal ab, wenn hier aussteigt. Ein eigenes Repaint haben sie spendiert hier. Das ist aber der falsche immerhin, mit dem wir unterwegs sind. Denn wir fahren nämlich mit dem V3D. Mal in. Schloss Solitude. Ich hänge da immer mal ganz kurz. Wow. Das funktioniert ja alles gerade perfekt hier. Reset. Kann nichts ändern. Eben gerade ging es ja, da konntest du den Bus hochfahren. Jetzt geht's hier nicht. Mysteriös. Wendelsteinstraße. Tag. Hallo. Hallo. Hallöchen, schönen guten Tag. Hüttenimbiss. Euch schon Objekte aufgefallen? Mir leider jetzt persönlich noch nicht. Ich bin halt auch ein bisschen mit Fahrt beschäftigt. Ne? Das ist natürlich. Also auf jeden Fall eingetragen. Hunsrückallee. Steht es auf jeden Fall meiner Meinung nach bei der OMSI Web des Stadtes drin.
Ein Kick. Ein Kick. Hallo. Schön, wunderschön. Gymnasium. Hallo. 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 Auch die Karte findet ihr natürlich in der Webdisk, habe ich vergessen zu erwähnen. Ist natürlich frei zugänglich für alle. Falls ihr euch die Karte selber mal angucken wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Ne? Einfach runterladen, aber hier auch wieder achtet auf die Readme, schön durchlesen, damit natürlich fehlender Content nicht erst wieder stundenlang erfragt werden muss, wenn das meist natürlich dann schon in der Readme drin steht. Super ärgerlich. Ich meine, man macht sich ja nicht umsonst die Mühe, schreibt ein Textdokument, ne, damit dann doch tausendmal gefragt wird, wo ist denn das, wo ist denn das, wo ist denn das? Oh, jetzt gibt es wieder kein Gast hier. St. Jakob-Kirche. Jetzt ein bisschen hier. Oh, schönes Bild hier. Werksiedlung. So, einsteigen. Genau, hier habe ich nämlich einen Umschluss gemacht gehabt. Mein Testen, aber es geht natürlich weiter. Bloß er zeigt uns leider nicht mehr an hier. Industriegebiet.
Kloster Sulzberg. Hier, welche Wasserkanonen die hier schießen? Boah, was ist das hier? Ich bin ein Schiffsfan. Überall Schiffe. Ja, eine Weinplantage hier. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist schon echt putzig gebaut hier alles. Das sieht nice aus hier. Cool gemacht auf jeden Fall. Hier ist natürlich ein bisschen unschön, ne? Hier diese Textur hier. Nett, nett, auf jeden Fall. Nett, nett. Kann leider von kein Bild machen, weil es passt irgendwie nicht. Kriegt das nicht rauf. Vielleicht. So, können wir vielleicht ein Bild machen, schönes. Trössling, Endstation. Bitte alle aussteigen. So, wahrscheinlich deswegen, weil da wahrscheinlich das Öl drin vorkommt, zeigt das wahrscheinlich gar nicht an. Ja, bin mal gespannt, ob es denn hier weitergeht. Also jetzt schon Endhaltestelle. Hier noch ein paar Linien kommen. Würde ich auf jeden Fall mega begrüßen, weil also ich finde die Karte großartig. Auch die Performance wieder. Ne? Am Anfang dachte man so ein bisschen, uiuiui, Performance geht so ein bisschen in die Knie, weiße Objekte und hast du das nicht gesehen, halt die typische Omsi-Last-Zeichen hier. Ne? Aber wenn du jetzt, wie gesagt, hier so ein bisschen weiter fährst und alles was, sieht das schon extrem hübsch aus. Wirklich auch toll detailliert und alles was. Ne? Überall findest du bestimmt hier wieder so ein paar nette kleine Sachen. Also das Kloster hat mir jetzt gerade mega gefallen, ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das sah schon echt fantastisch aus. Da hat man sich auf jeden Fall mega viel Mühe gegeben. Aber auch das Dorf, ne? Also wo wir jetzt gerade gestartet sind.
Das sah eigentlich auch schon ziemlich hübsch und nett aus. Das, wie gesagt, das ist das, was ich meine. Es kommen PWA-Addons raus, die sehen aus wie Stulle. Ja? Und dann gibt es Freeware-Karten, Alter, die übertreffen einfach mal alles. Und Lanao war schon eine Karte gewesen, die hat mir schon ziemlich gut gefallen. Und Leutersbach, das ist auf jeden Fall eine Reise wert, da mal auf jeden Fall mal reinzuschauen hier in diese Karte. Wie gesagt, nutzt gerne mal eure Meinung dazu, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr die Karte findet. Boah, fällt der Scheiße. Uff. Wie ihr die Karte findet, dann wie gesagt, einfach unten mal mit rein. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es hier weitergeht, wenn es hier Erweiterungen geben wird, hier irgendwann mal neue Streckenabschnitte. Aber hoffentlich natürlich auch mit der Qualität hier, die man jetzt hier so am Tage legt. Wie gesagt, ist natürlich Schweinearbeit, keine Frage. Tauschen möchte ich nicht. Aber man hat hier, wie gesagt, hier diese ganzen kleinen Details hier, wenn man sich das Ganze mal so anguckt, ist das schon mega, mega nett gemacht hier auf jeden Fall. Der Schleifer ist natürlich auch ein bisschen sehr eng für einen Gelenkbus hier oder sowas. Zu vergessen. Aber ich finde sie großartig. Eine schöne Karte. Auf jeden Fall. Die bleibt drauf. Und dann bin ich mal gespannt, ob es da auf jeden Fall neuen Content gibt, halte ich euch natürlich dann hier auf dem Laufenden. Nur sonst könnt ihr gerne mal eure Meinung, wie gesagt, dazu gerne in die Kommentare posten. Schreibt es, wie gesagt, einfach unten rein. Und sonst, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal geht es ein bisschen wieder ins Ausland. Dementsprechend, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!